Ich sitze hier mittlerweile schon seit ein paar Stunden und mache die Zeitraffer, die ihr gerade gesehen habt. Ich hoffe auf jeden Fall, die haben euch gefallen, denn ich bin absolut begeistert von der Landschaft, die wir wirklich hier zu bieten haben. Das im Hintergrund sind die Picos de Europa, ein Nationalpark im Norden Spaniens, an den wir jetzt endlich gekommen sind. Unser Plan war eigentlich schon vor 8 Monaten hier zu sein, allerdings waren wir ein bisschen zu spät dran und wir hatten minus 10 Grad damals schon. Und da wollten wir uns das mit dem Wohnmobil wirklich nicht antun. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit drauf gewartet und gehofft, dass der Zeitpunkt noch kommt, an dem wir zu diesem Ort kommen. Und ja, jetzt sind wir hier, jetzt stehen wir hier an den Picos de Europa. Auch heute ist es nicht unbedingt warm. Wir haben nämlich nur 6 Grad Celsius. Den ganzen Tag über war es nicht allzu schlimm, denn wie ihr sehen könnt, sind wir komplett umgeben von Bergen, wirklich 360 Grad rum. Und deswegen kommt hier fast kein Wind an. Die Sonne stand hier den ganzen Tag ziemlich weit oben und man konnte auch im T-Shirt hier draußen sitzen. Es hat sich fast wärmer angefühlt als manche Tage bei 20 Grad in Portugal. Aber jetzt zieht hier langsam so eine richtige Gewitterfront auf und langsam wird es kalt. Deswegen trinke ich jetzt noch meinen warmen Kaffee aus, schnapp mir dann Pepper und wir laufen zusammen eine Stunde auf eine Aussichtsplattform. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und bin gespannt, was wir auf dem Weg sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, es regnet nicht. Das wäre alles andere als gut. Den Weg zur Aussichtsplattform gehen wir nur nach oben. Ansonsten hätte die Aussichtsplattform ja auch keinen Sinn. Man hat hier die ganzen Berge im Rücken und man muss wirklich die ganze Zeit hinter auf das Panorama schauen. Hier an den Weiden rechts sind Schafe. Die haben auf jeden Fall ein richtig geiles Leben mit diesem Ausblick hier auf die Berge. Und das Allergeilste hier finde ich wirklich ist, dass man hier so spektakuläre Berge hat. Aber man kann mit einem normalen Auto innerhalb von 30 Minuten an den Strand fahren. Man hat also Berge, Wälder und das Meer direkt vor der Tür. Das ist auf jeden Fall eins der geilsten Kombis, die ich mir zum Leben vorstellen könnte. Ich brauche einfach immer Abwechslung und genau in so einer Landschaft kann man das perfekt. Man muss sich kaum bewegen, aber die Szenerie ändert sich komplett. Wow, jetzt wird es auch langsam warm, wenn man sich bewegt. Die Sonne ist nämlich auch wieder da. Die meisten können es wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich finde es einfach so entspannend, durch die Berge zu laufen. Es gibt so unfassbar viel zu sehen, dadurch, dass die Berge einfach so hoch sind. Und bei solchen Lichtverhältnissen, also wenn die Sonne scheint und man Wolken hat, dann ändert sich das Ganze wirklich immer auf den Gipfel. Man hat immer woanders Schatten, man hat immer woanders Licht. Wenn man gerne Fotos oder Videos macht, ist es so unfassbar schön hier. Ich könnte einfach den ganzen Tag draußen bleiben und irgendwas filmen und gefühlt schauen. Alles unfassbar schön aus. Wirklich absolut glücklich, dass wir dieses Mal hierher geschafft haben. Heute Nacht soll es übrigens auch nur 1 Grad haben. Das wäre dann bis jetzt die Tiefstemperatur, die wir bei dieser Überwinterung hatten. In Portugal war einmal 4 Grad nachts. Aber 1 Grad wird auf jeden Fall nochmal spannend im Wohnmobil. Wir haben zum Glück noch ausreichend Gas dabei. Das müsste also kein Problem sein. Dann müssten wir heute Abend eventuell mal die Heizung anmachen. Wow. Mir ist gerade so heiß. Keine Ahnung, warum ich über Heizung rede. Mirado Pedro Udao, no? Da laufen wir gerade hin. Das ist unsere Endstation für alle, die es also interessiert. Einfach so entspannt durch die Berge zu ziehen. Man hört da hinten auch irgendwo diese Kuhglocken, damit die Kühe nicht verloren gehen. Ich finde, die Berge haben einfach so was Besonderes an sich. Vielleicht ist es auch, weil ich nicht so oft in den Bergen war. Ich habe aber, als ich ein Kind war, mit meinen Eltern super oft Urlaub in Österreich gemacht. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich die Berge so sehr lieb. Nach so langer Zeit endlich mal wieder solche Berge zu sehen, ist fantastisch. Das letzte Mal ist fast 2 Jahre her. In Polen waren wir das letzte Mal in den Bergen, nicht in Kolumbien. Wir waren vor 2 Jahren ja in Polen im Tatra-Gebirge, aber 2 Jahre ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Und schaut euch mal diese Aussicht hier an. Nice. Hier, ihr habt ein gutes Leben hier in den Bergen, ha? Euch geht's auf jeden Fall gut, bis ihr irgendwann auf dem Schlachtteller landet, ihr armen Kühe.
wisst noch gar nicht, was ihr vor euch habt. Aber bis zum Tag, an dem es soweit ist, sind diese Kühe hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Vor mir liegt genau das Dorf Asiego und hier gibt es sogar einen Wohnmobilstellplatz, den die hingebaut haben. Ein einziger Platz nur für Wohnmobile. Vielleicht können wir ja morgen auch mal hierher mit dem Auto fahren. Es ist nämlich nicht so weit und schaut auf jeden Fall nice aus. Kommt drauf an, was wir hier so noch entdecken. Kleiner Fußballplatz mit der Aussicht hier. Auch das ist nicht schlecht. Aber hier müssen wir nicht hin. Peppa, komm, wir müssen in die andere Richtung. Peppa, keine Maulwürfe fangen. Nein, komm. Peppa riecht hier überall die Maulwürfe. Das sind noch richtig frische Haufen. Aber der fängt die niemals. Du bist kein Raubhund. Nee, nee. Boah, kurze Pause auf der Bank und wie gern wäre ich gerade auch ein Hund und könnte hier einfach aus der Pfütze trinken. Leider gar nichts dabei. Aber es ist nicht mehr weit und dann haben wir eine Aussichtsplattform erreicht. Schon einiges an Höhenmeter geschafft auf jeden Fall. Dem Hund passt leider gar nicht, dass Peppa hier ist, denn der muss auf die ganzen Schafe aufpassen. Deswegen laufen wir schön weiter, Peppa. Geiler Hike auf jeden Fall. Es hat sich wirklich jede einzelne Sekunde gelohnt. Es war unfassbar schön von Anfang bis Ende. Ich habe jetzt ein bisschen länger als eine Stunde wahrscheinlich hier hochgebraucht. Ich habe ja aber auch die ganzen Shots gemacht und musste wieder zurücklaufen und die Kamera holen. Aber das Panorama auf diese schneebedeckten Berge hier ist einfach so unfassbar schön. Auf der anderen Seite haben wir auch komplett schneebedeckte Berge. Oh wow, what a beautiful day. Das ist jetzt die Aussicht, die man von hier hat. Ihr seht also, wir sind schon um einiges höher. Vorhin hatte man die Berge eher so aus der Mitte gesehen. Und jetzt ist man schon so im oberen Drittel, würde ich auf jeden Fall sagen. Solche massiven Klötze einfach mitten in der Landschaft. So ein Wahnsinn. Und das Ganze geht einfach komplett 360 Grad. Wir haben überall Berge. Okay, hier mal kurz nicht. Aber hier fängt es schon wieder an und wir haben auf der anderen Seite auch alles schneebedeckt noch. Jetzt ist aber Zeit zurückzulaufen, denn ich habe wirklich langsam Hunger und auf jeden Fall Durst, denn ich habe ja wirklich gar nichts mitgenommen. Peppa, komm, wir gehen wieder zu Mama. Jessie ist nämlich im Bus geblieben, der geht's heute leider nicht so gut. Da hat sie auf jeden Fall was verpasst, aber vielleicht fahren wir morgen hier oben her, habe ich mir gedacht. Denn von hier kann man nochmal eine Stunde zu einem anderen Aussichtspunkt laufen. Ja, das dann vielleicht morgen. Was mir hier gerade auffällt, ist, dass das eigentliche Highlight weder der Hike nach oben war und auch nicht der Viewpoint war, sondern jetzt wirklich der Weg nach unten ist. Dann schaut mal, was man hier schaut beim Runterlaufen. Wir schauen hier genau in diese Bergfront rein während dem Runterlaufen. Beim Hochlaufen musste ich ja die ganze Zeit rückwärts schauen, aber jetzt kann ich hier schön gemütlich runterlaufen. Es ist nicht anstrengend, aber man hat diese fette Bergkulisse im Hintergrund. What? Was ich auf jeden Fall auch schon länger geplant habe, sind zwei Dinge, und zwar einmal den Annapurna-Track laufen im Himalaya-Gebirge und auf jeden Fall auch noch eine Alpenüberquerung. Die Alpenüberquerung wird wahrscheinlich als erstes kommen. Ich habe mega Bock, einfach mal zwei Wochen lang durch die Berge zu laufen, den Kopf richtig frei zu kriegen. Ich habe ja schon mal eine 500 Kilometer Fahrradtour gemacht. Auf sowas habe ich auch wieder Bock, jetzt nachdem ich 3 Jahre entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Wohnmobil unterwegs war. Juckt mich sowas wieder richtig, mich mit ein bisschen wieder richtig zu verausgaben. Ja, einfach nur laufen, den Kopf frei kriegen, im Zelt schlafen. Auf sowas habe ich richtig Bock. Nur die Basics, Rucksack, sonst nichts dabei. Eventuell vielleicht schon sogar diesen Sommer eine Alpenüberquerung, Juli oder August, hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Falls von euch schon mal jemand eine Alpenüberquerung gemacht hat, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Es muss nicht unbedingt von München nach Venedig sein, vielleicht in Innsbruck starten oder so, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf
solche Videos habt, hier einfach am Wandern und dann irgendwo mit dem Zelt pennen. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Das habe ich auch schon super oft gemacht, bevor ich reisen gegangen bin. Ich bin nämlich jemand, der es nie lange zu Hause aushält, der immer raus muss, immer in die Natur. Auch wenn ich in Deutschland bin, kann ich dann nicht einfach rumsitzen, sondern muss immer irgendwas machen. Hab auf jeden Fall mega Bock mal wieder auf ein bisschen andere Abenteuer. Ja, endlich. Ich habe mir ja schon richtig Sorge um mein Kinders gemacht. Waren wir lange weg? Ja, sehr lange. Wie lange? Ich weiß nicht, 1,5 bis 2 Stunden. Ja, es war sehr schön, aber ich glaube, da hat jemand Hunger. Was motzt du denn so, Pepper? Durst. Durst, gell? Und sein Napf ist leer. Geben wir dir mal was zu trinken. Da, Pepper. Und ich habe gerade, als ich gekommen bin, hier direkt neben unserem Parkplatz so ein Haus gesehen, das zu verkaufen ist. So eine kleine Bauruine. Und ich schaue mir die jetzt mal an. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich reinkomme auf das Grundstück, aber ich denke, das sollte machbar sein. Bis hierhin bin ich jetzt gekommen. Das Gartentor ist zu und hier geht ein Eingang, aber ich will da jetzt nicht einfach rein, ohne dass hier irgendjemand ist. Solche Bauruinen wie hier gibt es wirklich überall in den Bergen. Das meistens von den Landwirten, ja, die es einfach noch übrig haben, aber die nichts daraus machen. Ich sehe hier gerade schon einen Raum. Das Grundstück schaut auf jeden Fall gepflegt aus, also kann ich mir vorstellen, dass irgendein Bauer vielleicht hier noch seine Schafe ab und zu hat. Aber egal, wo man wirklich in den Bergen ist, man kann überall solche Bauruinen finden und meistens kann man die alten Dinger ja für 25.000, 30.000 Euro kaufen mit so einem geilen Grundstück. Wenn ich das Geld übrig hätte, dann hätte ich mir auf jeden Fall zu 100% so ein Grundstück geholt und so ein altes Steinhaus ein bisschen umgebaut. Ich habe vor ein paar Monaten auch einen YouTuber gefunden, der mit genau so einem Projekt angefangen hat. Ein niederländischer YouTuber, der sich so ein Grundstück in den italienischen Alpen gekauft hat. Ja, und der das Ganze jetzt komplett ausbaut, autark macht, wirklich sein Gemüse dann bestimmt am Ende anbaut. Die Energie auch von der Sonne bekommt, so wie wir am Wohnmobil. Auf so ein Projekt habe ich auch unfassbar Lust. Aber leider fehlt mir da momentan noch das nötige Kleingeld. Für die, die es interessiert, so heißt der YouTube-Kanal. Ist momentan mit Abstand mein Lieblingskanal. Wie ihr sehen könnt, ich habe jedes Video gesehen und die Videos gehen wirklich richtig lang, teilweise eine halbe bis zu einer Stunde. Ich habe alle komplett durchgesehen. Gerade eben ist auch ein neues rausgekommen vor einer Stunde. Aber das Wetter hier ist viel zu schön, um sich ein YouTube-Video anzuschauen. Vielleicht dann heute Abend vorm Schlafen auf jeden Fall eine riesen Empfehlung. Schaut euch den Kanal an, ist richtig geil gemacht. Sehr guter Filmmaker und sehr geiles Projekt. Die Sonne ist jetzt untergegangen und ich habe gerade noch mal richtig geile Zeitrafferaufnahmen gemacht. Die Sonne ist nämlich über dem Berg untergegangen und am anderen Berg hat es dann so langsam den Schatten hochgezogen. Unfassbar geile Aufnahmen. Ich habe heute wirklich den ganzen Tag gefilmt, keine Sekunde Pause gemacht, glaube ich. Sorry, Jess, dass ich nicht für dich da war. Und Jess hat mir gerade in der Zeit, in der ich die Timelapse gemacht habe, Bratkartoffel gemacht. Die genießen wir jetzt und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao. Es ist jetzt der nächste Morgen und wir haben einen neuen Rekord geknackt. 2 Grad Celsius, das ist auf jeden Fall die kälteste Temperatur, die wir auf der gesamten Überwinterung hatten. Aber es ist trotzdem wunderschön. Heute Nacht hat es fast die ganze Nacht geregnet und wir hatten nur 7 Grad im Bus, aber man konnte es trotzdem ohne Heizung noch aushalten. Ich habe die Heizung dann erst heute früh eingeschalten, als wir aufgewacht sind. Und die Stimmung in den Bergen ist heute ganz anders als gestern. Es ist komplett bewölkt. Und eigentlich soll es auch den ganzen Tag regnen. Man kann im Hintergrund nicht mal gescheit die Gipfel sehen, weil alles voll mit Nebel gezogen ist. Aber irgendwie finde ich auch das traumhaft. Jess hat es vorhin auch gesagt, das ist trotzdem richtig nice bei solchen Temperaturen. Und schaut mal, da sind gerade Babykälber.
Oh, die haben Angst vor dir, Jazz. Die wollen nicht, die sind noch jung. Sind aber 3 Babykälber und 3 erwachsene Kühe, Jess. Denkst du, das sind die Eltern? 3 Mütter und 3 Kälber? Hoffentlich dürfen sie bei den Müttern sein. Kann schon sein, ne? Ja, ich hoffe. Wie gefällt dir dieses Wetter? Toll, ich freue mich schon, wenn man nach Hause kommt und dann einen Tee trinkt und ins Bett kuschelt. Schau mal, was der Pepper macht. Oh, der Pepper will zu dem kleinen Kälbchen. Sind das deine Freunde, Pepper, die Kälber? Die sind toll, gell? Ja, und heute wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, denn es soll später dann nochmal den ganzen Tag regnen. Ich denke, wir machen heute einen ganz chilligen Tag. Jess hat schon gesagt, was machen wir heute? Lesen, kuscheln, im Bett chillen, Serie schauen und eventuell, ich habe da oben noch ein Restaurant ausgesucht, gehen wir da was Kleines snacken oder was trinken. Aber mal gucken, ob das geöffnet hat. Im Internet steht ja immer, dass es offen hat und in echt dann nicht. Aber mal gucken, weil ja nicht die Saison gerade ist. Vielleicht haben wir Glück. Hoffentlich haben wir diesmal Glück. Und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dem Video, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Episode aus den Bergen gefallen. Es war ein wirklich perfekter Tag hier. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert unter dem Video. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier aus den Bergen Nordspaniens. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.